Die Einstellung zurücksetzen, ja. Sieht besser aus, oder? Ja, verdammt. Ich bin soweit. Ich glaube. Komm, wir versuchen's. Okay. Ja, der nächste Song ist unserem Innenminister gewidmet, der uns jetzt diese schönen RFID-Pässe geschenkt hat, mit denen wir jetzt immer elektronisch erkannt werden, wenn wir irgendwo vorbeilaufen. Weil jeder kann das erkennen. Theoretisch wäre es sogar möglich, dass man mit dem neuen RFID-Chip an einer Mülltonne vorbeiläuft und die kann sogar merken, wenn die mit der richtigen Technik ausgestattet ist, wer da vorbeiläuft und explodieren. Deshalb bekommen unsere Diplomaten den RFID-Pass auch nicht, weil der zu gefährlich ist. Aber für uns Nutzvieh scheint das was ganz Praktisches zu sein. Man kann immer realisieren, wer sitzt denn hier gerade so in diesem Zug? Hier, da auf der Bank und da und da und da. Aha, das ist der und der und der und der. Die Bürgerüberwachung geht immer weiter und die Leute verstehen eigentlich nicht, warum das so gefährlich ist. Weil die immer sagen, ich habe doch nichts zu befürchten. Aber das ist gar nicht das Problem. Denkt ihr, dass diejenigen, die eure Datensammlung euch was Gutes möchten? Ich bin mir da nicht so sicher. Daten können schnell missbraucht werden. Und deshalb bedarf es eines Schutzes der Grundrechte. Und deshalb haben wir den nächsten Song geschrieben. Eine Hommage an unseren Innenminister Dr. Wolfgang Schäuble. Ich glaube, wir müssen von der Notwendigkeit, auf die terroristische Bedrohung angemessen zu reagieren, die Öffentlichkeit in Deutschland schon überzeugen. Das ist auch meine Aufgabe. Ich weiß, dass das nicht immer nur Beifall findet. Aber ich sehe schon die Verantwortung, zu sagen, die Lage ist ernst. Wir sind alle Teil der terroristischen, Objekt der terroristischen Bedrohung. Deshalb null Toleranz bei innerer Sicherheit. Scheibe kommt in deine Wohnung gerollt und sie fragt, ist auch alles okay? Herr Dr. Scheibe kommt zu dir auch ungewollt, denn du kannst sie nicht sehen. Herr Dr. Scheibe kommt in deine Wohnung gerollt und sie fragt, ist auch alles okay? Herr Dr. Scheibe kommt zu dir auch ungewollt, denn du kannst sie nicht sehen. Er sucht nach Sachen, die dich belasten. In deinen Taschen bekommt er sie zu fassen. Er liest dein Tagebuch und er weiß ganz genau, ob du Männer liebst oder eine Frau. Er kennt deine Ängste und speichert sie magnetisch. Jetzt kann er dich lenken und freut dich dann frenetisch. Der Dr. Scheibe kommt in deine Wohnung gerollt und sieht nach, ist auch alles okay. Der Dr. Scheibe kommt zu dir auch ungewollt, denn du kannst sie nicht sehen. Der Dr. Scheibe kommt in deine Wohnung gerollt und sieht nach, ist auch alles okay. Der Dr. Scheibe kommt zu dir auch ungewollt. Denn du kannst sie nicht sehen. Er wird uns bewahren vor den Schrecken dieser Welt. Aus den finsteren Tagen unser Retter, unser Herr, schenk ihm dein Vertrauen, Vertrauen. Er redet allen ein, wir schweben in Gefahr und die Erlösung brächten über. Scheibe kommt in deine Wohnung gerollt und die Nacht ist auch alles okay. Ein Dr. Scheibe kommt zu dir auch und
Dankeschön. Wolfgang Schäuble kann